Guten Tag allerseits. Willkommen zu einem weiteren Video in unserer Refactoring-Reihe. Jetzt geht es ums Zahlenrunden. Ich habe ja vorher schon gezeigt, wie man einen kleinen Currency-Converter refactort. Und beim Zahlenrunden muss ich noch schnell was vorab erzählen. Und zwar habe ich ja vielleicht schon von diesem Buch erzählt, Test-Driven Development von Kent Beck. Das gilt als Standardwerk von den späten 90er Jahren oder 2000 herum. Und der hat in der Introduction etwas geschrieben, wo ich wenig erschrocken bin. Und zwar geht es hier darum, Tests zu schreiben für so einen Währungsrechner. Und dieser Währungsrechner hat auch eine Rundungsfunktion. Und er begründet ein bisschen das Test-Driven Development damit, dass man eben so mühsame Sachen wie Rundungsfunktion testen kann, weil man sonst dort Fehler einbaut. Und seine Begründung finde ich, ehrlich gesagt, etwas lächerlich. Er schreibt hier, all of the tricky code for rounding to three decimal digits got in the way of producing precise answers. Also all the tricky code for rounding to three decimal digits. All dieser komplizierte Code, um auf drei Nachkommastellen zu runden. Also ich bitte Sie, das ist ein absolut triviales Problem. Und ich sehe ja, in diesem Beispiel gibt es sehr viele Sachen, die anspruchsvoll sind, aber sicher nicht die Rundung auf eine bestimmte Anzahl Stellen. Das ist völlig lächerlich. Und wenn man hier all the tricky code schreiben muss, dann hat man was grundsätzlich falsch verstanden. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, in so einem Standardwerk sowas Dummes zu lesen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass das überhaupt kein tricky code ist, sondern ein Einzeiler. Kann man beliebig präzise runden. Und das ist eine Funktion, die überall, wo ich irgendwie arbeite, schreibe ich diese Funktion einmal irgendwo in die Utilities hinein und verwende die dann immer. Dann kann man runden, wie man will, und es funktioniert immer richtig. Also, auf diesem kleinen Rant jetzt schauen wir uns die Aufgabe an. Zahlen runden, Klasse Rounding, und die hat eine Round-Methode. Und die kann auf eine bestimmte Präzision runden. Oder sollte das können. Aber der Code ist nicht schön. Schauen wir es mal an. Round double value. Und hat ein Switch Case nach einer Precision. Denn die Precision kann ich hier beim Initialisieren der Klasse im Konstruktor mitgeben. Und je nach Präzision macht die dann etwas anderes. Das ist eben das Unschöne, dass ich hier eine Reihe von Präzisionen habe, die unterstützt werden. Und wenn ich eine andere Präzision will, zum Beispiel auf die dritte Nachkommastelle, geht es halt nicht mehr. So, aber Schritt für Schritt fangen wir an mit dem Test. Rounding Test schon vorgegeben. Müssen wir noch ein paar implementieren. Ersten Fall ein Fact. Public void test round 2. Ja, machen wir mal auf 5 Rappen, genau, das kann man in der Schweiz oft brauchen, weil das die kleinste Münzeinheit ist, diese 5 Rappen. Das Arrange Actor Search spare ich mir einzutippen. Machen wir mal unseren Rounding Round 2 5 Rappen. Fünf ist unsere Präzision, die wollen wir erreichen. Und jetzt habe ich irgendwo eingekauft, also int exact, der exakte Betrag, eigentlich int double natürlich. Da wäre jetzt irgendwie, ich habe für 1.23 Franken eingekauft. Und gerundet sollte das auf 1,25 werden. Im Geschäft wird in der Regel abgerundet, so fair sind die Großverteiler. Aber korrekt wäre hier schon ein Aufrunden eigentlich. Dann machen wir das mal so. Jetzt der Act-Teil, Double Actual gleich. Das ein bisschen schöner benennen. 0,5.round. Dann geben wir das exakt mit. Und jetzt, ja, double
Könnt ihr einen exakten Vergleich wagen mit Float? Ist hier gefährlich? Cool. Dann machen wir Expected ist hier Rounded und Actual ist Actual. Schauen wir mal, ob das klappt. Mal die ganzen Tests neu laden. Also die aktuelle Implementierung sollte eigentlich schon korrekt sein. Sonst habe ich was falsch gemacht an der Übung. Rounding Tests, führe den aus. Der funktioniert tatsächlich. Wunderbar. Können wir uns den Code mal anschauen, was der macht. Vielleicht Seite an Seite. Gut, die Ausnahmen müssen jetzt nicht testen. Wollen ja nachher eigentlich alle Präzision unterstützen können, dann braucht sie auch gar nicht mehr. Wir verändern hier das Verhalten, aber das ist jetzt ein Detail in diesem Fall. Also wie funktioniert das Runden? Wenn ihr auf ganze, sage jetzt mal Franken, ist ein bisschen anschaulicher, auf ganze Franken runden möchte, kann ich einfach das Math Round Value nehmen. Das macht eigentlich das Richtige. So viel ich weiß. Jetzt ist interessant, wenn ich auf halbe Franken runden möchte, kann ich das ganz einfach erreichen, indem ich auf ganze Franken runde, aber zuerst den Betrag verdopple und nach der Rundung wieder halbiere. Das ist dieser eine Trick, den man kennen muss beim Runden auf eine spezifische Präzision. Zuerst wird die Zahl hochskaliert, dann gerundet und dann wieder runterskaliert. Gleich funktioniert es beim Runden auf, sage jetzt mal, 10 Rappen. Muss ich mal 10 rechnen, runden durch 10 rechnen. Und es ist immer die gleiche Zahl hier beim Hoch- und Runterskalieren. Jetzt bei 5 Rappen ist eben die 20 und bei einem Rappen ist die 100. Dieser Faktor, den müssen wir feststellen können. Und vielleicht ahnen Sie es schon, 0,5 und 2, 0,1 und 10, 0,05 und 20. 5 Rappen, 0,05 Franken, ist ja ein 20stel Franken. Und 50 Rappen ist ein 2stel Franken, sowie 10 Rappen ein 10stel Franken und 1 Rappen ein 100stel Franken ist. Müsst ihr überlegen, wenn wir jetzt irgendwie diese Zahl hier, diesen Faktor berechnen können, dann brauchen wir das Switch Case gar nicht mehr. Dann können wir eine beliebige Präzision unterstützen. Also das Switch Case, ich lasse mal hier stehen. Jetzt überlegen wir uns mal, was der Factor ist. Den berechnen wir speziell. Double Factor gleich. Und dieser Faktor, der basiert jetzt irgendwie auf unserer Präzision. Also schauen wir mal. Wenn ich den Faktor 1 habe, haben wir genau das. Also die Präzision 1, haben wir diesen Faktor. Also Faktor 1. Jetzt 0,5, dann haben wir 2. Wie komme ich von 0,5 auf 2,0? Präzision ist 0,5 und 2,0. Das ist einfach der Kehrwert. 1 geteilt durch, nehmen wir 0,5, gibt 2. Wenn ich unten eine Zahl kleiner als 0 habe, ist es eigentlich eine Multiplikation, die Zahl wird größer. Das heißt, mein Faktor wird dann größer. Nennen den vielleicht noch Scaling Factor. 1.0, einfach hier konsequent Double verwenden, weil wir sonst überall Double haben, ist nicht so wichtig. Habe ich diesen Faktor und jetzt mit Hilfe von diesem Faktor sollte das Problem eigentlich lösen können. Math.round, nehme den Wert, Value, rechne ihn mit diesem Scaling Factor hoch. Jetzt findet die Rundung statt. Und dann nach der Rundung kann ich es wieder runterskalieren. So. Jetzt kann ich diesen ganzen Krempel hier löschen. Und weil ich den Scaling-Faktor zweimal brauche, dann lasse ich ihn hier oben in einem separaten Schritt berechnen. Spart mir eine Division. Und wird eigentlich übersichtlicher. Jetzt ist die Frage, ob das Ganze funktioniert.
das richtig überlegt und umgesetzt habe. Tatsächlich, das funktioniert. Und nicht nur das, es funktioniert jetzt eigentlich mit einer beliebigen Präzision. Eigentlich, wie gesagt, das Verhalten sollte man ja nicht ändern, aber wir haben es einfach verallgemeinert. Von daher ist das sicher nicht schlimm. Es ist nur einfach korrekt gemacht. Jetzt nehmen wir mal an, etwas, was wir vorhin nicht haben. Angenommen, wir hätten jetzt noch zwei Rappenstücke, wie wir das damals hatten, weiß auch nicht, in den 60er, 70er Jahren. Jetzt sollen wir auf zwei Rappen genau runden. Es gab auch ein Rappenstück, aber lassen wir es jetzt sein. Auf zwei Rappen genau, jetzt habe ich irgendwie 1 Franken 23 und noch Teilrappen irgendwie 7 hier hinten. Jetzt müsste das eigentlich auf 1,24 gerundet werden. Das ist noch umbenennen hier. Bin ich gespannt, ob das klappt. Dann haben wir wirklich eine, sage mal, arbiträre Rundungspräzision erreicht. Wenn das auch so klappt, können wir mit jedem beliebigen Faktor runden, mit dieser beliebigen Präzision. Das hat geklappt. So, und jetzt noch einmal, zitiere noch einmal Kent Beck, weil es eben so schön war. All of the tricky code for rounding to 3 decimal digits. Also wenn das jetzt hier dieser tricky code sein sollte, dann denke ich, sollte vielleicht Kent Beck nochmal einen kleinen Grundschulmathematikkurs belegen, weil das überhaupt nicht tricky ist. Ein ganz einfacher Zusammenhang, den man verstehen muss, und dann kann man runden, wie man will. Trotzdem, Test-Driven Development ist doch sinnvoll. Sie haben es ja gerade gesehen im Zusammenhang mit Refactoring. Aber ich brauche nicht Test-Driven Development, um so etwas Einfaches herauszufinden. Das wäre es von dieser Übung, das wäre es von meinem Rant, lieber Kent Beck. So rundet man. Und ich empfehle Ihnen, diese Funktion können Sie auswendig lernen. Gehört praktisch in jede Codebasis. So können Sie runden, wie Sie wollen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.